Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Nach dem Zweitligaspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth entstand 0:3. Herzlich begrüßen darf ich unseren Gästetrainer Stefan Leitl und meinen Kollegen Manuel Kestlin. Die beiden beginnen mit der PK. Bitte schön. Stefan, fängst du mit dem Fazit wie üblich an? Ja, ich fange mit dem Fazit an. Ja, erstmal Glückwunsch an meine Jungs, an meine Mannschaft für einen verdienten Sieg. Es war die erhoffte Reaktion, die wir nach der 0:1 Niederlage gegen Heidenheim gezeigt haben. Ich denke, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Wir waren schon überlegen, hatten gute Ballbesitzphasen und hatten auch nach dem Eckball schon die erste große Chance, wo wir vielleicht in Führung gehen können. Insgesamt haben wir dann schon immer das Kommando gehabt und auch Kontrolle im Spiel gehabt und gehen, glaube ich, dann auch verdient in Führung. Kurz vor der Halbzeit, Moment, wo wir Sandhausen fast wieder ins Spiel holen, mit einer Serie von Einwürfen und Eckbällen, wo wir vielleicht noch einen Ticken konsequenter verteidigen können. Ja, und in der zweiten Hälfte war es zu Beginn schon so, dass mehr Schwung von Sandhausen kam, neue, frische Spieler natürlich auf dem Platz, die eine oder andere Situation, die wir dann klären konnten. Aber insgesamt, denke ich, haben wir das dann schon auch sehr gut und sehr reif dann verteidigt. Nochmal Kompliment auch an die Mannschaft, auch an die Umstellung jetzt aus der taktischen Grundordnung heraus. Wir hatten nicht allzu viel Zeit, das wieder einzustudieren, vor allen Dingen dann auch auf Sandhausen sich vorzubereiten. Und deswegen Kompliment an die Mannschaft, richtige Reaktion gezeigt. Aber wie gesagt, kurze Freude heute, regenerieren am Dienstag geht es dann für uns weiter. An der Stelle Michael Schiele, Michi, dir natürlich viel Erfolg weiterhin. Ja. Du wirst deine Sache hier hervorragend machen, davon bin ich überzeugt. Dann darf ich drei Fragen der Kollegen aus Fürth übermitteln. Sebastian Gloser, Fürther Nachrichten, spricht das 3:0 nach der Niederlage gegen Heidenheim an und nach einer relativ groß veränderten Startelf. Wie sehr freust du dich über die Anpassungsfähigkeit deiner Mannschaft? Ja, ich glaube, das habe ich schon beantwortet. Natürlich sind wir froh, vor allen Dingen, dass das taktische Konzept auch so aufgegangen ist. Es war, das habe ich ja schon auf der Pressekonferenz dann auch angekündigt, dass wir haben jetzt in 11 Tagen 4 Spiele und dass wir jeden Spieler brauchen und dass wir natürlich rotieren werden und heute frische neue Leute auf den Platz gebracht haben. Und ich glaube, dass es auch richtig war, dass vor allen Dingen dann mit Sebastian Ernst und Hans Sapai, dass du dann nochmal Qualität dann auf den Platz bringst, die dir dann eine gewisse Stabilität dann auch verleihen. Frage 2 von Sebastian Gloser. Sandhausen wollte die Zweikämpfe suchen, hat sie zu Beginn aber fast gar nicht gefunden. Wie haben wir es geschafft, die Spielkontrolle so schnell zu übernehmen? Ja, ich habe schon eine Sandhauser Mannschaft gesehen, die sehr, sehr bemüht war und engagiert war. Ich glaube einfach, dass wir gerade aus der ersten Ebene heraus mit unseren drei Innenverteidigern das gut gemacht haben. Und und einfach Mergim sich da auch unglaublich gut verhalten hat im Zentrum heraus. Und dann ist es natürlich schwierig, dass du dann Zugriff bekommst. Und von daher war schon vielleicht nicht ganz so zu erwarten, aber das hat dann sicherlich auch mit der Ballsicherheit und mit dem Positionsspiel der Jungs zu tun. Und wie gesagt, das haben sie richtig gut gemacht. Ich glaube, wir hatten zu Beginn noch ein bisschen Probleme mit der Tiefe dann auch, weil doch durch die Umstellung eben andere Laufwege da sind. Aber wie gesagt, insgesamt war das eine sehr reife und gute Leistung. Und abschließend bittet Sebastian Gloser noch um einen Kommentar jeweils zu Jamie Leveling und zu Dixon Abiyama. Ja, freut mich natürlich für beide. Vor allen Dingen für Jamie natürlich, der unheimlich viel gekämpft hat in den Spielen, in denen er reinkam und immer versuchen wollte, um diesen Bock dann auch umzustoßen und dann endlich zu treffen oder dann auch einen Assist zu machen. Und wie gesagt, wir haben vor dem Spiel gesprochen, wir haben gesagt, absolutes Vertrauen in dich, spiel einfach dein Spiel, so wie du es gemacht hast, als du von der U19 hochgekommen bist. Und das hat er heute auf einer ungewohnten Position, dem Sturm vorne gespielt, sehr gut gemacht. Und Dixon ist jetzt dann auch so weit, dass er Zweitliga-Fußball spielen kann. Und das haben wir ja auch
auch immer wieder betont. Ja, wir können nicht davon ausgehen, dass wir einen Spieler aus der Oberliga oder aus der Bayernliga holen und der soll sofort performen oder funktionieren, sondern der Junge braucht einfach Zeit im Training, um sich an das Tempo zu gewöhnen. Er hat jetzt in der Vorbereitung viel gespielt, hat jede Trainingseinheit mitgemacht, hat ein tolles Spiel in der Länderspielpause gegen Aue gemacht und jetzt auch in den letzten Wochen war er schon auch immer nah dran und deswegen war es für uns auch heute klar in dem Spiel, wo du vielleicht nochmal dieses Gierige im Anlaufen brauchst, dass er auf jeden Fall seine Minuten bekommt und er macht natürlich dann ein sehr, sehr schönes Tor und freut uns natürlich alle für ihn. Dann vielen Dank, Stefan. Danke an unsere Gastgeber und dann räumen wir das Feld. Ja, danke schön und gute Heimfahrt. Wir machen einmal den fliegenden Wechsel. Jo, Michael, wir beginnen auch mit dem Kommentar zum Spiel. Dein Fazit bitte. Ja, an das Stevie und sein Team, an Fürth natürlich Glückwunsch zum verdienten Sieg dann auch. Ich denke, wir haben 40 Minuten das nicht gezeigt, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren, ja, ich habe eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen an Brust haben, auch jetzt nach dem Sieg letzte Woche. Aber wir waren dann im Anlaufen zu zögerlich. Wir haben große Räume dann auch denen gegeben, dann haben dann immer wieder auch mal noch schließen können. Ja, aber wie, irgendwo geht dann halt die Lücke dann mal aus, aber dass das 1-0, ja, die hatten vorher schon mal einen Standard, auch die ersten 5 Minuten, aber dass das 1-0 dann, du spielst mit Dreierkette dann auch, du lässt dich rausziehen dann auch, du hast da 3 größere dann auch drin, aber dass dann einer 5 Meter, glaube ich, vor dem Tor, ich habe es noch nicht gesehen, Mutterseelen allein den Ball dann über die Linie drücken kann, das darf einfach nicht passieren. Dann das 2-0 rutscht man aus, aber dem geben wir dann sogar noch die freie Bahn zum Torwart, zum 1-gegen-1 und dann steht es auf einmal 2-0. Und ja, da war nicht das da, was wir uns vorgenommen haben. Kurz vor der Halbzeit haben wir dann noch ein bisschen Standard gehabt, Torschuss gehabt, haben wir so einen Chipball auch aufs lange Eck gehabt vom Kevin Behrens, wo der Torwart dann auch gut hält. Da hätten wir mit viel Glück vielleicht herankommen können. Und in der Halbzeit haben wir dann auch reagiert mit 2 Wechsel. Dann war das ein anderes Fußballspiel für uns, von unserer Seite auch aus. Wir haben die Geschenke, was wir verteilt haben, die Geschenke vom Gegner haben wir nicht angenommen, wo der Ball dann hinten mal verspringt, wo Sascha Bucher dann nicht richtig trifft. Wo er dann aber nachgeht und dann den nochmal klärt. Wir haben 2-3 Pässe dann in den Rückraum gespielt, wo wir ja weit über das Tor schießen einfach. Und da hat man so das Gefühl gehabt, dass wenn wir dann jetzt vielleicht ein 2-1 machen, dass wir auch nochmal dran sind, dass wir nochmal vielleicht auch ein 2-2 dann ein glückliches machen können. Aber wenn du natürlich diese Geschenke nicht annimmst, wenn du den Ball nicht aufs Tor dann triffst, dann kannst du ja auch kein Tor machen und aus dem Konter dann noch das 3. gefangen. Gut. Werden wir hart analysieren, kurz schütteln und am Dienstag geht es dann auch schon weiter. Dann die Fragen der Kollegen. Max Wendel fragt, Schwetzinger Zeitung dpa, warum haben Sie sich für die Dreierkette entschieden und war diese Formation die richtige? Wenn man 3-0 verliert, dann kann man viel reden, ob es richtig war oder nicht. Wenn man dann mal wieder gewinnt, dann kann man auch sagen, so und so. Es ist halt so, dass gerade auch noch von unseren Innenverteidiger, Kister fällt noch aus, ist schon lange weg, Alex Schiroff fällt aus, das ist natürlich, macht die Sache nicht besser und dann haben wir auch nicht mehr so viel. Ob das dann so oder so ist, aber es ist nicht nur die Dreier- oder Viererkette, sondern ich habe 40 Minuten, es ist egal, mit was du Formation dann auch auf dem Platz spielst, wenn du das nicht die Gier dann hast oder eine gewisse Gegner Top-Mannschaft natürlich auch, Kräuter Fürth, die super Fußball spielen können, die locken dich hinten raus, dann spielen sie wieder tief in die Schnittstellen rein. Wenn du das nicht annimmst, wenn du da die Überzeugung nicht hast, dann ist es egal, was für eine Formation du spielst. Zweite Frage, haben die Auswechslungen in der Pause verletzungsbedingte Hintergründe gehabt, speziell mit Blick auf Gerrit Nauber? Nein. Nächste Frage haben wir schon beantwortet. Und dann, die Aufgaben werden nicht leichter. Wie besorgt sind Sie, zumal nur wenig Zeit bleibt, um die Fehler zu analysieren und die Mannschaft wieder aufzubauen?
Ja, das haben wir auch letzte Woche schon gewusst. Der Sieg in Würzburg war sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben da schon gewusst, dass wir schwere Gegner auch vor der Nase haben. Aber wir haben auch jetzt ab der 40. vielleicht gezeigt, dass wir auch dann mit dem Gegner mithalten können. Aber es müssen wir einiges arbeiten noch, einiges aufarbeiten auch. Und dann werden wir auch ja, an die Aufgaben herangehen. Alles klar, Dankeschön. Das war's, Michael. Vielen Dank Ihnen allen. Ein schönes Wochenende trotz der Niederlage und bleiben Sie gesund. Tschüss.